1, schönen guten Morgen. Es liegt Spannung in der Luft. Nach 42 Jahren kann Eintracht Frankfurt wieder zum Europacup-Sieger werden. Heute Abend das Finale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Zehntausende Fans beider Lager sind schon nach Sevilla gereist und haben die Stadt fest im Griff. Jan Dülling schaut für uns jetzt schon mal nach Spanien. Jetzt also Sevilla. Cerveza und Vino Tinto statt Appleboy. Ansonsten ist doch eigentlich alles wie immer, wenn die Eintracht reist, oder, Herr Rode? Diese ganze Stimmung nimmt man schon in den Wochen, jetzt in den ganzen zwei Wochen seit dem Westham-Spiel auf. Jeder ist begeistert, fiebert mit für dieses Spiel. Egal wo man hingeht, einkaufen im Supermarkt, jeder spricht da einen drauf an. Und jeder wünscht einem auch den Titel. Und von daher kriegt man jedes Mal dann Gänsehaut, wenn man dann dran denkt. Es gibt ja immer so nicht messbare Faktoren, und ich denke, diese Unterstützung ist einer, ja, und das ist so, ja, wie Sebastian gesagt hat, du bekommst Gänsehaut, also es passiert etwas mit dir, und das hilft dir halt dann, mal Spiele zu gewinnen. Vor allem aus Frankfurt, Sieg, Jubel und Weiterkommen. Im Halbfinale der Triumph, der die Chance auf einen Europapokal. Im Abschlusstraining haben die Spieler schon mal vorgejubelt. Nichts bleibt ungetan fürs große Ziel. Alles planmäßig verlaufen. Abschlusstraining ist nochmal sehr positiv verlaufen. Gute Stimmung im Training. Ja, so eine gute Mischung aus Konzentriertheit, Fokus und Lockerheit. Denn schließlich geht es um einen Titel und um den Startplatz in der Champions League. Frankfurt und internationales Geschäft, das passt einfach. Mach ruhig Deutsch. And then whatever you'd prefer. I do it in Deutsch. this is when I talk to the players. Wie war die Frage? Egal. Finale! Das ist wichtig, das Endspiel. Und dass es ein tolles Spiel wird mit friedlichen Fans. Und meine Kollegin Claudia Neumann, die ist auch schon in Sevilla. Guten Morgen nach Spanien. Claudia, das kann heute Abend ein Spiel sein, das auch über die Stimmung im Stadion, über die Fans mit entschieden wird. Wie bewertest du diese Fanunterstützung? Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr emotionales und ich befürchte auch sehr, sehr intensives Spiel werden, denn beide Fanlager sind sehr, sehr extrovertiert. Die Eintracht und die Fans, das ist derzeit, ich würde mal sagen, so ein richtig schönes Doppel, das die beiden da spielen. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen der Eintracht natürlich auch diesen Kult, den die Fans jetzt ausgelöst haben, spätestens seit der Barcelona-Station ein bisschen für die eigene Imagegewinnung nutzen. Das ist absolut legitim. Sie zelebrieren hier diese Finaltage in Sevilla richtig gehend, haben insgesamt 25 Charterflüge organisiert für Freunde, Familien, Sponsoren. Die Frauenmannschaft ist komplett mit eingeladen hier, um den Wegbegleitern quasi die Möglichkeit zu geben, hier in Sevilla dabei zu sein. Das ist schon eine außergewöhnliche Maßnahme, wie ich finde. Und auch die Mannschaft spielt diesen Ball zurück, hat gestern in einem offenen Brief nochmal den Fans gedankt und quasi so eine Art Einschwörung auf das Finale heute beschrieben. Die Zahlen schwanken etwas, aber es sind ungefähr 70.000 Eintracht und 100.000 Glasgow-Fans in Sevilla. Wie sehr befindet sich diese Stadt jetzt schon im Ausnahmezustand? Ja, es geht eigentlich. Viele Eintracht-Fans sind noch nicht in der Stadt, das ist es eben. Wir haben uns sagen lassen, und ich habe das auch selber erleben können, dass entweder einige heute noch anfliegen oder andere eben das Ganze genutzt haben, diese Finalreise genutzt haben, das mit einem Urlaub zu verbinden und in die bezahlbaren Hotels an den Küsten von Cadiz beispielsweise eingekehrt sind und erst dann zum Finale hierher kommen. Denn eins muss man wissen, die Hotelpreise in Sevilla, die sind exorbitant in die Höhe geschossen. Also unter 500-600 Euro ist kaum ein Zimmer zu bekommen. Und in Cadiz, in Chiclana an den Stränden sind die Preise ganz normal. Und da waren in der Tat in den letzten Tagen schon viele Eintracht-Fans. Die werden erst heute Abend zum Spiel hierher kommen. Claudia Neumann, vielen Dank für diese Einschätzung aus Sevilla. Im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga haben sich Ludwigsburg und Ulm eine hart umkämpfte Partie geliefert, mit dem besseren Ende für Ludwigsburg, 81-77 nach Verlängerung. Das bedeutet eine gute Ausgangslage, um eine Runde weiterzukommen. Jochen Esser.